Ahoi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Cray und heute möchte ich dir was richtig Cooles zeigen, und zwar diese beiden Einsteigerstative von KFC bzw. von K&F Concept. Und mir ist beim letzten Einsteiger-Stativ-Review vom Rondo 460M von Kullmann aufgefallen, dass diese beiden Stative es echt in sich haben, und ich habe mir die zukommen lassen, um einen schönen Kreuztest zu machen mit dem Kullmann-Stativ, und dabei ist mir aufgefallen, die sind echt gut und die möchte ich euch heute zeigen. Und wie gut die wirklich sind, das erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Kommen wir als erstes zu den wesentlichen Sachen, und man kann schon sagen, diese beiden Stative haben super viele Gemeinsamkeiten und stellen für mich so Geschwister dar. Ja? Das ist die kleine Schwester, das ist der große Bruder, und die kleine Schwester, das SA254M1, kostet so ca. 50, manchmal 60, aber sehr oft auch 70 Euro. Und wenn ihr super viel Glück habt, ne, und ihr guckt jetzt gerade beim KFC-Shop mal vorbei oder bei Amazon, kann es auch vorkommen, dass es mal 52, 53 Euro kostet. Ne? Müsst ihr wirklich sehr, sehr viel Glück haben, aber ist definitiv möglich mit diesem Stativ. Und das S210, das kostet immer so ca. 10 Euro mehr als dieses Stativ. Von der Größe her ist es so, dass dieses Stativ auf 1,60 Meter ausgefahren werden kann, genauer gesagt auf 1,58 Meter, und dieses Stativ kann auf 210 Zentimeter ausgefahren werden, und das ist schon eine Hausnummer. Ne? Damit kannst du wirklich viel, viel mehr anfangen, zumindest ich. Aber ich muss ehrlich sein, ich brauche das große Stativ vielleicht so ca. in 5%, in 6% der Fällen. Aber wenn ich dieses Stativ dabei habe, bin ich immer froh, dass ich das so weit ausfahren kann. Und das kleine Stativ kann man im Packmaß auf ca. 43 cm zusammenpacken, grob geschätzt, die genauen Maße werde ich euch einblenden, und das kann man auf ca. 50 cm zusammenpacken, und letztendlich geht es hier um ca. 8 cm Packmaß. Ja, das kann schon manchmal die Welt sein, aber wenn ich ein Stativ mitpacke, dann ist das so groß. Ja? Ob das jetzt 8 cm länger ist, ist mir eigentlich völlig egal. Und jetzt kommen wir aber zur Krux. Dieses große Stativ ist ein bisschen leichter als dieses Stativ. Es sind, glaube ich, so ungefähr 80 Gramm. Ist jetzt nicht die Welt, aber dafür, dass es größer ist, deutlich größer, ist es 80 Gramm leichter, was schon ziemlich krass ist. Und jetzt musst du entscheiden, nehme ich das leichte Stativ mit, was im Packmaß etwas größer ist, aber größer ausgefahren werden kann, oder nehme ich dieses Stativ mit, was etwas schwerer ist, aber kleiner im Packmaß. Und letztendlich geht es hier um 10 Euro. Ja, es ist ein schwieriges Unterfangen, und das hat wirklich KFC bzw. K&F Concept wirklich schlau eingefädelt. Kommen wir zu den Stativbeinen, und das ist so eine Sache für sich. Das SA254M1, das günstigere Modell, hat stabilere Beine. Ja, wenn man jetzt hier so ein bisschen drückt, merkt man schon, das ist schon straff alles. Aber das S210, das hat dünnere Beine, und hier kommen wir auch zu der Begründung, warum das leichter ist, das Stativ. Wenn man hier so ein bisschen drückt, ich hoffe mal, ihr könnt das gut sehen, dann merkt man schon, dass es hier relativ dünn ist. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich hier absolut keine Angst habe, dass dieses Stativ einfach umfällt. Das ist an sich, so wie es ist, stabil. Und da würde ich auch meine Hand ins Feuer legen. Wir haben aber noch eine Besonderheit. Das Stativ hat unten einen Haken dran. Und an diesen Haken könnt ihr im Notfall auch euren Rucksack dranhängen. Und schon ist das Stativ um ein Vielfaches stabiler. Und man muss sich auch bei größeren Windböen dann keine Sorgen mehr machen, dass dieses Stativ umfällt. Und jetzt gehen wir mal in die Nahaufnahme. Ich möchte euch jetzt mal die Clips zeigen, um die Stativbeine zu befestigen. Das S210 ist auf dieser Seite und das SA254 auf der anderen Seite. Und ich muss echt eingestehen, mir kann es nicht egaler sein, welche Clips ich hier bevorzuge. Die sind aus Plaste, lassen sich alle beide wunderbar bedienen bzw. lösen oder festmachen. Da gibt es hier nichts zu bemängeln. Wenn ihr mir jetzt eine Pistole auf die Brust drücken würdet und würdet sagen, hey, entscheide dich jetzt sofort, dann würde ich jetzt das hier bevorzugen. Das geht nach meinem Geschmack noch ein bisschen feiner, aber es ist letztendlich ist es egal. Eine große Besonderheit bei dem S210 sind die Spikes. Also ihr könnt hier die Gummifüße reindrehen, dann habt ihr die Spikes, aber auch rausdrehen, dann habt ihr die ganz normalen Gumminoppen und könnt euch dann im Raum sehr stabil aufhalten oder beziehungsweise das Stativ aufbauen. Und das hat das kleinere Modell, das SA254M1, nicht. Und jetzt kommen wir als nächstes zu diesen beiden Einbeinstativen. Und ich finde die sehr, sehr gelungen und finde das nach wie vor eine richtig gute Idee, dass man hier einfach ein Bein abschrauben kann, um das als Einbeinstativ zu verwenden. Und es gibt aber von mir Kritik auf hohem Niveau. Bei dem kleineren Stativ, bei dem SA254M1, ist der Schaumstoff nicht an der richtigen Position. Es könnte für meinen Geschmack
ein bisschen höher sein. Aber es ist konstruktionsmäßig gar nicht anders möglich gewesen, weil das hier die Mittelsäule ist. Und wenn da jetzt Schaumstoff dran gewesen wäre, dann hätte man die Mittelsäule nicht mehr rausfahren können. Und das wäre schon ein Problem gewesen. Und bei dem größeren Stativ ist es nicht der Schaumstoff. Der ist wirklich an der richtigen Stelle. Ich habe hier vielmehr das Problem, dass das, naja, sehr, sehr wackelt. Es ist an sich kein Problem, wenn ihr damit arbeitet, wenn ihr jetzt bestimmte Kamerafahrten macht. Aber es könnte für dich ein Problem darstellen, deswegen wollte ich es einfach mal erwähnen. Was noch erwähnenswert ist, ihr könnt diese Mittelsäule noch einmal herausfahren. Also das könnt ihr bis auf 2,04 Meter herausfahren. An sich ist es für mich zu lang. Also ich brauche so ein großes Einbahnstativ nicht, aber vielleicht sieht es bei dir anders aus. Und jetzt zeige ich dir mal noch eine Möglichkeit, wie ihr das Einbahnstativ noch schneller verwenden könnt. Ihr müsst nämlich nicht hier diese Mittelsäule hier abschrauben. Ihr könnt die auch einfach dran lassen. Es ist zwar von KFC, also von K&F Concept, nicht so gedacht, denn ihr könnt nämlich diesen Kugelkopf hier unten direkt dran schrauben. Und das könnt ihr hier bei diesem kleineren Modell auch. Ihr könnt das hier unten direkt dran schrauben und so könnt ihr das in 0, nichts aufbauen. Und jetzt kommen wir höchstwahrscheinlich zum wichtigsten Punkt hier in diesem Video, und zwar dieser Metallkugelkopf. Und das Stativ kann noch so gut sein, wenn der Metallkugelkopf versagt, dann bringt euch das alles nichts. Und egal, ob ihr euch für das größere Modell entscheidet oder für das kleinere Modell, der Kugelkopf ist der gleiche. Der Kugelkopf nennt sich KF28 und hat drei Einstellmöglichkeiten. Wir können hier einmal die Arca Swiss Schnellwechselplatte lösen. Und was ich ganz gut finde, ist hier diese Schraube mit dieser Lasche hier unten drunter. Damit könnt ihr diese Schnellwechselplatte oder diese Schraube richtig schön fest an die Kamera festziehen, ohne dass ihr jetzt irgendein Geldstück mitführen müsst. Und da gibt es Hersteller wie zum Beispiel Coleman oder andere Hersteller, die machen das leider nicht, und das finde ich immer sehr, sehr schade. Dann habt ihr hier noch eine Einstellmöglichkeit, um den Kopf von links nach rechts zu bewegen, und das geht sehr, sehr geschmeidig. Und bei der nächsten Einstellmöglichkeit könnt ihr hier diesen Kugelkopf in jede x-beliebige Richtung bewegen, und das finde ich sehr, sehr gut. Und angeblich kann man hier eine Kamera draufschrauben, die bis zu 10 Kilo schwer sein kann. Ich konnte es nie ausprobieren, weil das Schwerste, was ich hatte, war ungefähr so 5 bis 6 Kilo schwer. Da habe ich einen Batteriegriff dran gemacht, eine Kamera, dann einen Blitz, ein schweres Objektiv. Es war alles Mögliche dran, was ich hatte, was wirklich richtig schwer ist. Aber ich kann halt nicht genau sagen, ob die 10 Kilo wirklich der Tatsache entsprechen. Stell dir mal vor, du bist jetzt unterwegs. Du hast jetzt ein, naja, fast schon unpassierbares Gelände vor dir. Oder es ist generell sehr, sehr bergig und du kannst nicht garantieren, dass das Stativ ultra safe an diesem Punkt steht. Deswegen gibt es an allen beiden Stativen hier eine Möglichkeit, die Stativbeine nochmal extra zu arretieren. Es gibt drei Einstellstufen. Ja, das ist die erste, das ist die zweite und das ist die dritte. Und wenn ihr die Beine so habt, dann ist es nicht möglich, dass dieses Stativ noch irgendwie umfallen kann. Und wir gehen jetzt hier mal in die mittlere Stufe. Und dann gibt es nämlich hier noch eine richtig coole Funktion. Und ich denke mal, ihr könnt es schon ahnen. Wir können nämlich hier in dieser Position bodennah arbeiten. Und das machen wir jetzt, indem wir jetzt hier einfach den Haken abdrehen, die Mittelsäule lösen. Und die können wir jetzt einfach rumdrehen. Die stecken wir hier unten wieder rein. Wir machen das Ganze wieder fest. Und jetzt können wir hier von hier unten aus arbeiten. Wir können jetzt hier Kamerafahrten machen. Wir können jetzt hier Langzeitbelichtungen machen. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Aber ihr müsst nicht unbedingt die Mittelsäule lösen und das Ganze rumdrehen, weil es gibt noch eine Möglichkeit, die noch ein kleines bisschen einfacher ist. Hier werden zwar die Beine nicht nochmal extra arretiert, aber wenn ihr mal schnell irgendwas machen wollt, dann dreht ihr einfach die Stativbeine um und dann könnt ihr auch so bodennah arbeiten. Macht dann einfach hier die Stativbeine ein bisschen kürzer, ja, und dann könnt ihr auch so mal schnell ein Foto direkt von unten machen. Und jetzt bist du dran. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, für welches Stativ du dich entschieden hast. Und schreib mir auch mal, warum du dich für dieses Stativ entschieden hast. Denn ich finde es nach wie vor noch ein bisschen schwer, mich zu entscheiden. Aber ich denke, ich würde wahrscheinlich dieses große Stativ bevorzugen, weil es ist einfach größer. Ich kann mich an jegliche Bedürfnisse anpassen und es kostet letztendlich nur 10 Euro mehr. Deswegen stellt sich eigentlich nicht die Frage, welches Stativ ich nehme. Wobei das kleinere Stativ auch nicht schlecht ist. Also wenn ihr 10 Euro sparen wollt, dann nehmt das kleine. Wenn ihr die 10 Euro habt, dann nehmt das größere. Und ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.